Und schön, dass ihr am Start seid aus Braunschweig. Achi lässt die Drohne steigen. Wir sehen uns gleich beim Spot. Ein, zwei Ausnahmen aus Braunschweig und dann erfahrt ihr ganz genau, worum es geht. So, auch mal dein erster Eindruck von Braunschweig. Du hattest wild uriniert und wolltest mit, sag ich mal, aggressiven Blicken irgendwie begutachtet gerade. Ne? Ach, ich will jetzt mal kein gesehen haben. Pieps, pieps, piep, piep. Können Leute wie uns hier nicht leiden, Achmed. Wir sind am Start. Da vorne ist der Laden, BBB Döner World. Ich muss dazu sagen, ich schreibe schon sehr lange mit dem Typen. Der wollte mich schon sehr lange hierher lotsen. Ich habe schon viele Kommentare von euch bekommen, blend mal welche ein. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt ist es soweit. Der gute Ogosan war da, Grüße gehen raus. Das soll der beste Döner außerhalb von Braunschweig sein. Also hat er seinen Titel genannt. Und das werde ich natürlich abchecken. Wir testen den. Das ist ein kleiner Foodtruck mal wieder. Aber soweit ich weiß, alles self-made. Der Spieß sieht schon mal ganz anders aus. Ich habe ja kurz in sein Video reingeschaut, diesmal ausnahmsweise. Lasst euch überraschen, wir gehen jetzt hin. Strahlender Sonnenschein. Mich würde sehr, sehr freuen, wenn ihr den Support reinknallt in Form eines Daumen oben. Was rede ich denn? In Form eines Daumen. Ist doch richtig, Mann. Ich bin echt verwirrt gerade, Leute. In Form eines Daumen oben. Och, Mann. Ich denke mal ganz kurz drüber nach. In Form eines scheppernden Daumen nach oben. Hier muss ich sagen, Braunschweig, ich habe ganz viel gesucht, weil ich noch ein zweites Video machen wollte. Kaum Empfehlung von euch, außer Döner. Nur Döner, Döner, Döner. Deshalb gerne eure Empfehlung wieder ins Video rein. Würde mich freuen. Jetzt geht's zum Döner. Da vorne ist er, Leute. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Display spiegelt auch ein bisschen. Aber schon mal eine ordentliche Schlange. Selbstverständlich ein gutes Zeichen. Der beste Döner außerhalb von Braunschweig ist natürlich eine saftige Ansage. Aber was ich im Video gesehen habe, Leute, der sah schon anders aus. Also wirklich, wirklich komplett anders. Der könnte wirklich sehr reinscheppern. Heute sind wir nicht zum Spaßen aufgelegt, war Achmed? Nee, man hat Hunger. Ich bin gespannt, wie der performt. Und wenn er gut ist, mach ich ihn nach. Ist gar kein Problem. Nein, Spaß. Na, guck mal einer an hier. Ist ja ordentlich was los. Na, mein Lieber? Schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt gut, sagst du? Ja, ja. Ich habe auch gehört, alles self-made, alles anders. Also den Döner kriegst du nur einmal. Und dann meinte mein Kollege, wir schreiben Holle. Ehrlich? Kommentar. Habt ihr reingeschrieben? Nee, aber noch nicht. Ach, wolltet ihr machen? Wir waren gerade im Voice-Bot, da warst du auch schon. Ja, also ich habe jetzt nur zwei Kommentare eingeblendet für die Zuschauer, aber es haben 50 Leute haben den Laden kommentiert. Ja, was würdest du sagen, 1 bis 10? Ist schon eine 8,5 mindestens. 8,5? Geil. Moin, moin. Ich gehe mal eben hier einmal die Jungs ansprechen, schon mal. Moin, Jungs, grüß euch. Na, die, alles gut? Herzlich willkommen. Ja, danke schön, danke schön. Du hattest einen längeren Bart auch mal, ne? Das ist mein Geschäftspartner. Das ist dein Geschäftspartner, weil ich habe gesagt, genau, jetzt einer, der sieht aus wie ein Urtürke. Ja, genau. Das ist, ja, komm ich auch. Ja, okay, bin ich gespannt. Jeff. Ich muss gerade an Chef denken, das muss ich dumm lachen. Was erwartet uns denn heute hier beim Döner? Mal den Steak-Döner. Ja. Besteht aus 100% Kalbfleisch, ja, aus der Hochrippe und dem Zungenstück. Ist jetzt nicht die Zunge, so wie du das vorstellst, ja, ja, sondern das ist der Bereich unterm Hals bis zum Nacken. Einer der zartesten Stücke vom Kalb. Ja. Und einmal den White Chicken. White Chicken? Genau. Ja, ja. Wir sind auch Dönerproduzent, das weißt du ja. Ach, das seid ihr auch, ja. Genau. Ihr habt eine eigene Dönerproduktion. Also diesen Spieß, den ihr hier habt, den vergibt ihr aber niemand anders, weil den habt nur ihr. Das ist unser eigener. Genau. Natürlich gibt's, kann man bei uns auch einen Steak-Döner bestellen, aber der wird dann anders produziert als der, weil der ist nur für uns und zukünftig auch für unsere Franchise-Nehmer. Ah. Genau, richtig. Und sagen wir angenommen, ich mache jetzt einen Laden auf in Hamburg und ich sag, komm, bringt mir genau diesen Spieß. Was müsst ihr zahlen? Das ist, kommt drauf an, ne? Ah. Okay, also demnächst sehen wir euch in ganz Deutschland, wenn ihr Franchise. Wir geben Gas. Und eine Frage, die ich jedem stelle, wie viel Umsatz macht ihr am Tag? Das bleibt unser Kiesgeheimnis. Gut, dann gucke ich mal direkt einmal hier rein und mache mir einen Eindruck, ne? Weißt du, wie ich hier jetzt sozusagen den finalen Schritt gemacht habe? Ja, beim Ogosan habe ich das Video geguckt. Da wo ich gedacht, okay, jetzt muss ich wirklich hin. Der sagt, der beste Döner außerhalb von Braunschweig. Außerhalb von Berlin. Außerhalb von Berlin. Ja, da habe ich mir gedacht, den Spieß habe ich nämlich schon im Video gesehen. Der sah sehr special aus. Ja. Sehr viel Fett auch drin, ne? Für Geschmacksträger? Nein. Nein? Wir haben tatsächlich wirklich ohne Bindemittel, ohne künstliche Zusatzstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Es ist reines Fleisch. Geil, also sieht schon, wenn ihr euch den so anguckt, Leute, sehr, sehr special aus. Also wir werden zwei Runden machen. Safe den normalen Döner und einmal den Chicken.
Der einzig liebe Ahmed. Was würdest du jetzt sagen, wo du das siehst? Was ist deine Einschätzung? Ich hab richtig Bock, ich hab Hunger. Sieht heftig aus. Und ich hab Durst. Durst hab ich auch. Ferndiagnose, Spieß. Wird der knallen, denkst du? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir so. Wir starten erst mit Chicken. Mann, mein Lieber. Ich habe dich den Urtürken getauft. Ja, hör doch auf, ich bin Kurde. Ehrlich? Oh nein, Mann. Ist aber egal. Ich habe dich kurz auch bei Ogusan gesehen, ne? Ich dachte erst nämlich, das wärt ihr gar nicht. Weil ich dachte, okay, nee, wenn ihr mit dem geschrieben habt, der war ja so mein Alter, so, weißt du? Okay. Und dann, kannst du sagen, dass wir älter sind? Nein, das nicht. Aber in dem Video sahst du aus wie so ein Urtürke. Deshalb habe ich doch gesagt, das ist 29. Ehrlich? Ja, oh, ich sehe immer aus als du. Ja, wirklich. Auch 29. Ah, krass. Wir werden gleich uns den Döner snacken, werden auf Undercover hinter die Ecke, falls du was Schlechtes zu sagen haben, dass ihr nicht hört. Wir nehmen drei Runden, aber jetzt erst fangen wir mit Chicken an. Jawohl. Was denkst du, werde ich deinen Steak-Döner verpassen für eine Nudel? Ganz ehrlich, safe ganz oben. Ganz oben. Ganz oben, safe. Top 3, Top 4? Was für Top 4, Mann? Ja. Also, ganz oben heißt die 1. Ja. Safe Top 3, denke ich. Top 3, okay. 100%ig. Okay, dann gebe ich dir nochmal die Flosse drauf. Wir werden sehen. Und zu Runde 1, jetzt geht's los hier mit einem White Chicken. Ich weiß nicht, ob es instinktiv war, aber ich habe erst mal dran gerochen wieder, bevor ich gegessen habe. Das mache ich gar nicht bei jedem Döner. Und hier steigt dieses Gewürz, was so unglaublich geil ist. Dieses Gewürz muss er patentieren lassen, Mann. Ist wahrscheinlich irgendein gekauftes aus dem Großhandel, aber ist einfach geil. Schöne Schärfe, Mann. Ist außen wie so eine kleine Hülle, die dann zerbricht. Und dann kommt dahinter so dieser weiche Pelz, sage ich mal, vom Brot. Interessantes Feeling. Jeder Döner für sich hat ein Special-Feeling, was ich so nirgendwo anders in dieser Form gegessen habe. Bei dem hier ist es diese Weichheit vom Brot, diese Soße und das Fleisch, sehr zart, sehr geschmeidig. Das ergibt so einen speziellen Biss. Jetzt habe ich gerade auf krosses Fleisch gebissen, das war auch geil. Oh, war das kross. Aber insgesamt hast du so einen weichen, geschmeidigen Biss, wie eine Wolke, also ganz, ganz besonders. Das White Chicken. Nur mit weißer Marinade gearbeitet. Deshalb das White Chicken, wenn ich es richtig verstanden habe. Genauso wie ich es mag. Das Chicken ist richtig hart angeröstet, Leute. Richtig hart. Das ist so richtig verhärtet schon. Ihr wisst, was ich meine. Beißt drauf, richtig fest. Aber du hast so schon dieses leicht angebrannte Feeling. Aber nicht im Negativen. Wirklich. In der Türkei machen die das Gefühl bei jedem Döner so. Aber viel übertriebener. Und die haben das dezent drin. Boah, Welt. Da vermisse ich die Türkei. Hier habe ich es seit langem mal wieder. Sehr cremig, das Tzatziki. Oder Jajik. Hat er nicht das Jajik genannt? Ihr kriegt jetzt eine Bewertung von mir. Einzigartiger Döner, gibt für mich eine 8,8, ganz stark. Das Einzige, das Brot hier, leichte Trockenheit bringt es mit sich. Aber trotzdem sehr stark, diese Weichheit. Aber das ist der einzige Minuspunkt, sonst hätte es noch eine bessere Bewertung geben. Ultra, ultra stark, wirklich. Zu Runde 2, das wofür die stehen, für den Steak-Döner. Einmal hier. Diese Würze, die da drauf waren, sehr geil. Haben auch in dem Fall rote Zwiebeln, nicht wie die meisten weiße Zwiebeln. Ist wieder der Effekt, den du zum Beispiel bei Pferd hast. Zwiebeln kommen so richtig geil rüber. Auch die Tomaten, also das Ding bringt auch so eine gewisse Süße mit sich. Vielleicht haben die im Brot mit ein bisschen mehr Zucker gearbeitet und mein Geschmackssinn nimmt es einfach als Gesamtheit auf. Aber als hätten die, keine Ahnung, zum Beispiel die Tomaten noch mal mit ein bisschen Zucker rauf oder so, haben sie nicht, ne? Aber es ist eine schöne Lieblichkeit im Döner. Wunderbar auch mit den Kräutern drin. Habe ich nochmal einen schönen Akzent gerade gemerkt. Seht ihr dieses richtig krosse? So muss es sein. Da hat keine Soße drauf gemacht, ne? Hier unten wird es
sehr speziell, Leute. Die Marinade vom Fleisch oder generell die Fleischsäfte, die sich unten vermischen, du hast so ein richtig öliges Feeling. Als hätten die das unten nochmal eingeölt, aber im positiven Sinne. So richtig geschmeidig, kräftig, bissig, auch ein bisschen scharf. Respekt. Dieses Feeling vom Döner, kann ich so sagen, habe ich noch nie gehabt. Also pass auf, die. Eins kann ich dir schon mal sagen, das ist ein starkes Ding. Wenn ich jetzt bewerte, muss ich immer einmal gucken. Natürlich schaue ich, angenommen ich nehme mit Soßen. Ich suche einen Weltklasse-Döner, sind die Soßen Weltklasse, ist das Fleisch Weltklasse, ist auch das Brot natürlich Weltklasse. Ja, natürlich. Gemüse selbstverständlich auch. Bei dir ist der Fall, Fleisch ist wirklich, wirklich stark. Ne? Diese Würzung einzigartig, Öligkeit im Brot unten, noch nie so gehabt. Ne? Generell die Kombi und diese Geschmeidigkeit, also Brett. Salat wurde alles, ich habe es letzten Video gerade gesagt, alles zum Star im Döner. Nur wo ich sage, es ist kein Star für mich, ist das Brot. Da würde ich sagen, es ist wirklich vernünftig, aber kein Star für mich. Deshalb in Anführungsstrichen hätte ich dir jetzt eine, ich hätte eine 8,5 gegeben. Ultra stark die, ne? Aber wie gesagt, ich hätte beim Brot so ein bisschen, sage ich mal, wäre noch Luft nach oben. Trotzdem gute Bewertung, ne? Nein, ist doch alles gut. Und da kann ich für euch auch sagen, Leute, den Döner und das von Herzen muss jeder probieren. Muss jeder probieren. Also hier ist Pflichtadresse, wer in der Umgebung ist, 100 Kilometer Fahrt, scheiß drauf, muss. Ja, ich sag dir Dankeschön und danke fürs Drehen. Ja, und dann sage ich, Leute, lasst den Daumen oben knallen, bitte richtig scheppern und einen Kommentar da, lasst auch mit neuen Empfehlungen und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal.